Und das immer schon in der nächsten Folge. Wir haben ja gesagt, wir verlassen jetzt die Stadt. Genau das werden wir machen. Oder? Noch nicht? Oder warte mal, wir gucken mal gerade noch nicht. Weil wenn die Wahl da ist, ist eigentlich immer selten. Vielleicht finden wir da irgendwas. Ja, hier ist nichts. Hier haben wir jetzt schon alles gemacht. Was man da die Wahl hat. So, schauen wir mal, wie es draußen aussieht. Ah, gut gerendert. Auf Ahns Karte markierte Orte wurden auf der Weltkarte eingetragen. Okay. Da muss ich hin. Oh, das ist eine Weltreise. Mutant, Monument, Höhle, Ruine etc. Okay, und alles gibt's einmal oder was? Du traust also niemandem. Außer Gassenkindern. Warum? Na? Ist da markiert? Alles markiert. Weil ich selbst eins war, okay? Belassen wir es dabei. Wir schweben nicht unmittelbar. Die Schatzkarte ist die kommt erstmal nicht. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Das behalte ich. Immer Luki-Luki machen. Ist natürlich die Gefahr groß, hier einfach durchzusprinten. Nicht da. Nicht mehr weit. Was sind das denn für Dinger? Sind das Menschen? Ich glaube nicht. Das passiert wohl, wenn Menschen mit dem Bruch in Berührung kommen. Ich kann sie nicht töten. Du hast keine Wahl. Besser sie als du. Was meinte Orden also damit, dass hier draußen... niemand weit gekommen ist. Das erklärt, warum die Leute in Sipol an den Mauern bleiben. Und ab damit. Ich kann es machen. Verpiss dich endlich! Endlich jemand, der dich mag. Hä, hey, wieso kann ich sich den nicht setzen? Ah, jetzt. Und ab damit. Deine Aktionen während des Kampfes werden evaluiert. Was denn? Evaluieren. Okay. Also desto besser ich kämpfe, desto besser ist der Loot. Okay. Könnte nützlich sein. Ist ja auch fies. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Dreh dir das ruhig ein. Hauptsache, du lässt dich nicht umbringen. Warum machst du dich einen Schritt zurück? Beruhigst dich. Warum bitte lässt du mich nicht in Ruhe? Und ab damit. War's das echt schon? Lust auf eine größere Herausforderung? Ein bisschen größer vielleicht. Was glaubst du, wo die hinführt? Nirgendwohin. Aber vielleicht finden wir darin etwas. Ah, ein Metallklumpen. Das heißt, ich krieg meine Tasche größer. Ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Weg. Wahrscheinlich komme ich erst da hoch. Warte mal. Kommt die da hoch oder nicht? Ich hätte jetzt wüsste. Oder halt erst mit dieser Fähigkeit.
Ah, Mana Quelle. Jetzt will jemand mit dieser blablabla. Ja, das sind die Mana Quellen. Immer schön einsammeln. Nicht da hoch oder nicht? Was ist das denn? Segensbrunnen. Man erzählt sich an diesem heiligen Ort, schlafende magische Kräfte geweckt werden können. Eventuell letzterweise sogar den ein oder anderen Zauber. Wer da wohl einen Zauber bekommen? Wahrscheinlich. Wow. Fühlst du das auch? Das sind ziemlich mächtige magische Energien. Ich springe einfach da rein. Zauber lehrt. Ah. Macht Sinn. Damit wir nämlich da hochkommen. Ich habe mich schon gewundert. Was zur Hölle war das? Ist etwas passiert? Ich weiß nicht. Ich fühle mich mächtiger. Mehr Macht ist immer erstrebenswert. Nun, es ist zumindest ein vertrauter Anblick. Hey, mit vertraut kann ich gut leben. Ich schätze, es ist alles Absichtssache. Eben schon mal. Die respawnen, ja. Alles klar. Diese Bruchzombies sind überall. Bestimmt waren sie mal ganz nett, aber meine Fresse. Ich auf den Vorsprung oder nicht? Ich weiß, ob es geht oder nicht. Erlerne ich hier die Fähigkeit? Toll, keine Monster. Warst du auf körperliche Ertüchtigung aus? Du kennst mich aber schlecht. Ich hätte schon gerne die Kiste da oben. Da geht's. Pilger zu Fluchten sind über die ganze Welt verstreut. An diesem geschützten Ort kannst du eine Rast erlegen, um Trefferpunkte wiederherzustellen. Klar, ja, mehr schon. So, komme ich jetzt von hier da rüber? Das Mana, das ist alles. Oder erst, wenn ich da irgendwo komme.
Hier habe ich Angst zu fehlen, aus Versehen runterspringen. Gar nicht mal schlecht. Ah, eine Feder, ja, die habe ich auch irgendwie irgendwas gebraucht. Schafft sie den Sprung oder nicht? Dann muss ich hier doch irgendwie schnelles Geld machen können. Spring runter! Und was würdest du mit deinem unredlich verdienten Mammon anstellen? Wer sagt bitte Mammon? Aber gute Frage. Geld, das man nicht ausgeben kann, ist nutzlos. Ein kleiner Abstecher hier und da, als Ah, das ist quasi wie unser Portwort. Oh, glaub mir, das weiß ich selber. Was wollte ich nochmal machen? So, ein Metallklumpen. Zack. Aufwerten warte ich trotzdem noch. Innerhalb eines Jahres nach seinem ersten Auftreten hat der Bruch 99% der Bevölkerung Arthias direkt oder indirekt ausgelöscht. Die Menschen wurden entweder in verstandeslose Bestien verwandelt oder von selbigen getötet. Oder schlimmer noch, von den Tantas, von denen sie sich einst hatten regieren lassen. Nur die wenigen, die es bis nach Kipal schafften, kamen mit dem Leben davon. Muss hier die Abzahl sein? Wir sind im Jahr 3000. Wurde erklärt, Pilger, ja. Die Tantas arbeiten lange und schwer, um Arthia zu einem Ort zu machen, wo alle reiche Frieden genießen und die Menschen ein glückliches Leben führen konnten. Doch ihre Arbeit war so mühselig und so wichtig, dass ihnen keine eigenen Familien vergönnt waren, wie wir Menschen sie haben, was nur beweist, wie groß ihre Liebe zu uns ist und wie ernst sie ihre Arbeit nehmen. Also, Priester. Hier kann ich nichts machen. Was bringt das Schlafen nochmal? Und immer schlafen. Schlafen schadet nicht. Auch schön. Nur noch ein paar Minuten. Bitte. Tu, was du willst. Genug geruht. Zeit für Taten. Sagt der Typ, der selber nicht mal die Tür aufkriegt. Wozu auch? Ich hab ja dich. Wie weit noch? Wir nähern uns. Ich will dann noch um den Klo. Schicht im Schacht, Baby.
Was hat das bitte mit Schächten zu tun? Du hast eben keinen Teil von guten Sprüchen. Was ist das? Ich glaube, da kommt man nicht hoch. Spürst du das? Das ist die Macht der Tantas. Unverkennbar. Dann ist da bestimmt was. Das ja immer erkunden. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Ja, ja. Augen auf. Schon kapiert. Monumente sind heilige Steine, in denen Tantas einst eine heilige Kräfte speichern. Meine Güte. Sie wurden vom Bruch besudelt, aber wenn es dir gelingt, sie von dessen verderblichen Einfluss zu befreien, kann frei stärker werden. Es gibt verschiedene Arten von Monumenten, die über Arthia verstreut sind. Versuche, dir alle Bonis zu holen. Das sieht nicht gut aus. Ja, etwas scheint den Bruch hierher gelockt zu haben. Du kannst dir sicher mit deinen Kräften bauen. Versuch es mal. Alles klar. Fünfmal mehr Verteidigung. Mach dieses Mal bitte einen Bogen um niedliche Tierchen. Ja doch. Und du bist dafür weniger penetrant und nervtötend, okay? Penetrant und nervtötend? Ich? Fühl dich ruhig angesprochen. Volltreffer! Weiter runter. Ah, da ist so eine Höhle. Sieht aus, als wäre die Luft rein. Fühl dich nicht zu sicher. Die Steine da, die sind doch nicht umsonst da. Ich komme da noch hoch. Nicht rein. So, das Mädchen der Neues. Mana Grind, ja. Das wissen wir auch. Kampfwertung auch. Schneller Ortswechsel. Gegner. Ja, für Gegner. Oder eben schon gesehen. Feder, Metallkommentar. Ich dachte, wir hätten noch einen anderen Gedanken bekommen. So, da haben wir alles. Da ist eine Schatztruhe. Da ist eine Schatztruhe. Ich will ja irgendwie hochkommen, Mann. Gucken, ob ich an die dran komme. Ja, 100 pro Erz, wenn ich da die Steine. Das ist wie eine Art Insel, oder? Wenn man sich den Bruch als Meer vorstellt, ja. Ja,
Ein Meer voll menschenfressender Fische. Start der erste Spieler. Oh. Ja, manchmal ist der Sprint gar nicht so von Vorteil. Star hoch. Auch nicht. So, jetzt gehe ich erst zu denen da unten hin. In der Nähe ist irgendetwas. Sollen wir nachsehen? Ja. Klar, hoffentlich lohnt es sich auch. Ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Ha! Komm jetzt da hoch. Nee, das ist da, wo ich war, gell? Ja. Ich könnte im Stehen einschlafen. Willst du eine F? Nee, ich komm nicht mehr tot. Boah. Ich will's gar nicht wissen. Eine Anekdote hören. Los, sonst kann ich erst nicht weg. Alles klar. Hinter Busch hat sie sich versteckt. Er hatte nicht mal Zeit zu blinzeln. Ich weiß nicht, was du mit dieser lächerlichen Übertreibung bezweckst. Immer noch besser als nichts. Ah, noch ein Fehler. Lass mich das beurteilen. Ich sag safe mit den Steinen irgendwas. Ah, Himmelskern. Ah. Wieder Mana. Etwas gefunden? Sind sie aber ein bisschen blöd, ey. Sollen sie erst einem alles geben? Bei 100 Pro mit dieser, Also mir reicht diesem Feuerschlinge kannst du dich da hochziehen. Nur viele. Wie viele sind das denn? Den Flug für eine Part. Schwing dir das Tanzbein. Diese Magie erfordert mehr Abstand. Das hab ich mir fast schon gedacht. Du klingst fast enttäuscht. Wer, ich? Red kein Scheiß, mir reicht's.
Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Wenn du Feuerholz findest, kannst du dann dein Lager aufschlagen, wo du dich ausruhen kannst. Halt einfach ein Lager voll. Will ich das? Das habe ich gebraucht. Davon würde ich auch gern probieren. Puh, machen wir hier kurz Halt. Na gut, aber bleib wachsam. Ah ja. Ah, okay. Ich höre hinter mir noch Geschrei. Na dann. Ich glaube, da soll ich nicht runter. Ah, krutscheln die eklig. Gucken, ist hier noch irgendwas? Ich denke mal, das kann man erst, wenn man die Fähigkeit hat mit den Dings. Aber wir können eigentlich gucken, ob ich die schon machen kann. Magie. Was sind denn die Kosten dafür? So, die Rampe. Gefühlt alles nur Kampf. Allerdings ist der schon mal stärker. Ich sag ja, diesen Dingsprung habe ich immer noch nicht. Schon lange vor dem Bruch zog es die Leute aus allen Teilen Ethias nach Sipol. Also, war Ihnen die Stadt schon immer so super wichtig? Ja. Und nun wird sie zum Schauplatz Ihres letzten Gefechts. Mana, Mana, Mana. Ich könnte jetzt auch einfach die Story langlaufen, aber ganz ehrlich, man hat ja auch was zu erkunden, nicht dass ich hier quasi nicht mehr hinkomme. Wie sollen wir vorgehen? Ach, wir könnten das einfach ignorieren. Wir
genau da, wo es weh tut. So. Da müssen die Biester schon früher aufstehen. Hoffen wir, dass sie nicht zu früh aufstehen. Sag mal, man kann einfach gerade nicht durchlaufen, aber ich weiß nicht. Ich habe auch gelesen, manche haben das Spiel in 10 Stunden durchgespielt. Das ist unser Ziel. Ich glaube, hier waren wir eben. Ja, da waren wir schon. Hier kann ich wahrscheinlich erst, wenn ich diese... Oh Mann, ich hatte das. Ich weiß, dass es was gibt und kann es noch nicht. Man sollte es hier noch nicht reinbauen. Ja. Das ist nämlich diese Feuerpeitsche, keine Ahnung, wie die heißt. Schon zu lange. Ich muss gleich mal die Ulti auspacken. Mäh. Sei nicht undankbar. Es scheint kein Ärger zu drohen. Ja. Mal ranzoomen. Kann man nicht ranzoomen? Ich sehe keinen Zoom. Ernsthaft? Aha. Haben wir einen Mutanten? Nein, der Mutant kommt ja erst. Hier waren wir. Wir sind hier runter, weil hier kam ich ja nicht drauf. Ne, hier kam ich nicht rüber. Ich auch, Asi, komme ich da hin oder komme ich nicht hin? Hier an die Truhe komme ich nicht hin. An die Truhe komme ich nicht hin. Die Truhe komme ich auch nicht hin. Weil die oberhalb ist. Da kam ich glaube ich auch noch nicht rüber. Und das ist da, komme ich so nicht hin. Jetzt halt auch die Frage, was ist machbar, was ist nicht machbar. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Ha!
Das ist die Ulti. Ich kann dich eventuell nicht so zuverlässig beschützen wie sonst. Paul, auch das noch. Geiles Gefühl. Nicht viel, aber naja. Fast am Ziel. Ah, eine Kiste. Ei, ei. Und Mana. Steuerung ist echt halt für mich so eine Umgewöhnung. Hallo, springe da hoch. Sieht aber auch gefühlt alles gleich aus. Ganz schön fade Gegend, findest du nicht? Das ist vermutlich Absicht. Schließlich war dies einst ein politisch neutrales Gebiet. Wenn man es allen recht machen will, fällt das Ergebnis eben oft etwas öde aus. Auch im Schlaf geschafft. Zum Glück hast du. So, jetzt haben wir die Kiste. Nicht versucht. Ach, dafür brauchst du schon wieder diese Peitsche. Aber. Nein! Betrug. Was ist das? Nimm mal mit. Wie weit noch? Sag ja mal, denkt man hat alles, dann findet man doch wieder was. Auf jeden Fall erkunden. Du wirst dich verteidigen müssen. Ach, das war mit dir. Nicht schlecht! Friss Dreck! Oh ja! Die Pflanze hilft mir, das ist eher gefährlich, oder? Zielen damit ist irgendwie ein bisschen schwierig. Ja, ja, hängt schon noch mehr auf. Ah, schon schlauer, wenn ich hier hochgehe. Hier hoch, da runter.
Nicht runterfallen. Heilpeitsche. So, macht das Sinn schon darunter? Eigentlich nicht, weil ich da noch eine Hütte habe. Allzu stark ist der Bruch hier zum Glück nicht. Das sagst du. Normale Menschen auf der anderen Seite. Hey! Ich bin auch ein normaler Mensch, nur dass du es weißt. Wie gefällt? Hack! Bereit? Das ist unsere Chance. Ich glaube, wir müssen ein Stück hier nach hinten. Ganz deiner Meinung. Wie beim Ausweichen mit was blöd. Alles klar. Jawohl! Hast du gesehen, wie schnell das ging? Ja. Oh, natürlich. Ich war wie gebannt. Ja, gibt's für alle Konsolen. Aber soll ja angeblich nicht gut sein. Das Spiel wird so in der Presse zerrissen. Ah, Kiste. Kein sehr beeindruckender Fund. Hey, einem geschenkten Gaul. Schaut mal nicht ins Maul. Ich nicht rein. Wir schweben nicht unmittelbar in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Hey, was ist das da drüben? Äußerst seltsam. Da drin ist irgendwas. Ich spüre es. Ich hasse weiße Bildschirme. Geschlossene Labyrinthe, mysteriöse unterirdische Stätten, mit denen die Tantas seit langer Zeit eng verbunden sind. Sie sind voller Feinde, aber du kannst darin auch Ausrüstung von enormer Macht finden. Wenn du also auf einen solchen Ort stößt, lohnt es sich, ihn zu erkunden. Natürlich mit Vorsicht. Aber bevor wir reingehen, beende ich hier erstmal die Folge. Denk dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Wenn du kein Abonnent bist, aber ich denke mal eigentlich schon, wer bei Folge 4 ist, so Abonnent. Also in dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Mal gucken, was für eine Dungeon das hier quasi ist. Und in dem Sinne, tschüss.